Check-in. Da sind wir ja gerade nicht hingegangen. Wissen Sie, wie das Grudge, Nordmauer. Achso, was ich auch noch nachgucken wollte, weil ich da überhaupt nicht drauf geachtet habe. Die Kranken, die Wache. Nee. Schade. Ach, kann mal einer kurz in den Chat schreiben, ob ich irgendwo nochmal Quest-Infos bekomme? Hier zum Beispiel nicht. Da liegt einer! Die Sau! Ja, genau. Genau. Das macht Sinn. Dass ich dich nicht angreifen kann, wenn du... What the fuck? Bitte? So eine Scheiße, also... Heiltränke machen anscheinend auch immer komplett gesund. Net to know. Ist hier jemand? Frag doch sowas nicht. Hat eine Faustwaffe? Moment mal. Nee, ist Blödsinn. Waffen sind da. Nein, nein, nein. Ah. Riss! Faustwaffe! Energie. Wieso zeigst du denn bei Energie? Ach so, weil es leichter ist. Ah, ah. Ah. Können wir die mal kurz probieren, ob die schneller zuhaut? Finde ich ja witzig. Probier ich mal. Ach du Scheiße! Ah, so ein schneller Depp. Hat sich die Waffe jetzt gedacht? Nee, kann man kein Soundfeedback oder so? Ja, nein, vielleicht. Ach du Scheiße! Ah, ja, super. Ah, fuck, okay. Können wir ganz kurz... Ja, danke. Enorm cool. Meine Fresse. Dass wir die Nummer gerade überlebt haben, war auch mehr Glück als Verstand. Zugegeben. Wo war er denn? Da hinten. Steht er da irgendwo rum? Ja. So, wo ist jetzt bei dem Häufchen Elend der Kopf? Und sagen, der guckt uns gerade an. Ergo, nicht gegen die Bank, nicht gegen die Bank und, ah, okay. Ja. Jetzt mal ganz im Ernst, es gibt keine, egal. Wo? Wo? Achso. Wenn die bitte keine Laute mehr von sich geben, wenn sie tot sind? Öffne die Truhe, indem du eine Rune platzierst. Okay. Lebendige Elemente. Bla 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 bla. Also wir haben gerade ganz viel Rüstungszeugs gefunden. Kein Angriffszeugs hier nicht. Hier... Lebendige Elemente ist alles Mittel. Sieht aber nice aus. Ja, was soll's. Erstmal so lassen. Macht uns auch nicht... Ja, macht uns nicht groß langsamer. Die Tür ist verschlossen. Okay. Haben wir eigentlich eine Map?
Offensichtlich nicht. Hier geht den. Komm schon! Nee. Auf der lange Zeit. Yo. Yes, es. Das läuft doch, Alter, ey. Ohne Scheiß. So können wir das dann machen. Ja, bitte. So machen wir das auch weiter. Danke. So, warte mal kurz. Also wir können uns wieder einschnappen, weil wir wissen ja mittlerweile, dass die Angriffsanimationen unseres Charakters bei einem Nahangriff nicht abbrechbar sind. Ergo. Ja, der war schon tot. Dachte ich. Whatsoever. Haben die uns jetzt echt aus den Augen verloren? Also das wäre schon sauwitzig. Auf den nächsten schwenken. Uns wieder ranschleichen. Ja. Und. Schwups. Jetzt lebt er auch noch, wissen wir ja. Nein. Wir hatten uns gerade darauf geeinigt, dass ich wieder weg bin. Aber du kannst mit deinem wunderbaren Rücken mich entzücken und einfach mal ganz kurz so stehen bleiben, weil dann haben wir das Problem quasi in Gänze gelöst, weil jetzt kriegen wir alle mit einem Angriff weg. Also, jeden. Oh, shit. Haben wir. Da unten müssen wir einer rum. Der ist schon tot. Warum jetzt genau? Symmetrie! Schwerer. Alles schwer. Crazy shit. Auch nochmal alles leicht finden. Das wäre voll nice. Marius Bonus sagt gerade, dass die KI der Gegner nicht ultra hoch ist. Geht so. Wie gesagt, durch diese magnetischen Felder und so, die sie halt an den Spielerketten, ist das alles ein bisschen schon so auf kompliziert getrimmt. Bei denen hier, das finde ich auch ganz nett, das wurde sogar storytechnisch erklärt, man hat ja einen Brief gefunden, wie der eine Typ halt sagt, er wurde am Auge getroffen und es frisst sich alles jetzt immer weiter rein, also quasi er erblindet und so. Bei diesem Gegnertypus weiß man ja mittlerweile, dass sie blind sind. Ergo, wenn man, wie ich jetzt als Schurke, langsam an ihnen vorbeischleicht, kriegen sie das tatsächlich einfach so überhaupt nicht mit. Okay, gut zu wissen, wo wir sind. Nebenbei bemerkt, habe ich immer noch keine Peilung, was wir mit dem alten Ring machen sollen. Meiner Meinung nach war da ein so ein komisches Symbol unten im Keller. Weiß aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wo die anderen noch sind. Ja. Hier sind wir nicht hergekommen. Nein. Aber hier passiert was. Sehr schön. Vertik fragt, ob irgendjemand die NFL oder Football allgemein schaut. Ja, ich. Bin ein ziemlicher NFL-Fan. What? What the fuck? Ich denke, er hat drei Feuermodi.
Druckwelle. Granate. Ah. Und Geschoss. Aha. Nice. Okay, cool. Schau mal, was das kann. Wie brauchen wir denn... Ah, fuck. Ach du Scheiße, da oben ist ja noch so ein... Nein, voll reingesprungen. Ich Depp. So, ja, so viel in Bewegung bleiben, dass es eigentlich schon nicht mehr schön ist. Ah, nee, das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. Scheiße. Fuck. Ah, jetzt erst unbedingt den ollen Spasti da oben mit seiner Armbrust wegfegen sollen. Ah, was? Wer schreibt denn da gerade unter Dr. Freud? Ausrufezeichen, Frodo, Ausrufezeichen, Flo ist bei Steve, Ausrufezeichen. Welcher Flo? Blindhauch-Flo? What? Okay, jetzt sind die alle wieder da. Ah, da war ja was. Dann würde ich sagen, um es mit Gronks Worten auszudrücken, Freunde, ich habe rausgefunden, wie man mit der Xbox One streamt. Wenn es funktioniert, funktioniert es ziemlich gut. Auch die Streamqualität ist außerordentlich in Ordnung. Also, das zumindest, was ich jetzt hier live sehe. Und ich habe 6 Geräte im WLAN, von daher sollte das bei euch noch ein bisschen besser sein. Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Das ist eine Sache, die ist ziemlich unkompliziert. Muss man nicht irgendwie 10 Programme auf einmal aufhaben. Und ich würde sagen, wir sehen uns schon sehr bald wieder. Weil Lords of the Fallen werde ich wahrscheinlich dann nur auf Stream, nur auf Twitch durchspielen. Freut mich drauf. Coole Sache. Bis dahin. Traumhaften Abend. Gute Nacht. Kommt morgen gut zur Schule. Haut rein. Wir sehen uns bald wieder. Hier. Twitch und so.